Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in Sondershausen, einer Stadt im Norden von Thüringen mit einer langen Bergbautradition. Sondershausen ist ehemalige Residenzstadt und verfügt über eine Vielzahl von repräsentativen Gebäuden. Auf geht's zum Stadtrundgang. Das Schloss Sondershausen war die Residenz der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen. Die Schlossanlage hat eine Geschichte von ca. 800 Jahren. Der Marktplatz von Sondershausen liegt unterhalb des Schlosses. Er ist von prächtigen historischen Gebäuden umgeben, wie zum Beispiel der alten Wache, dem Landratsamt und dem Rathaus. Die Hauptstraße ist die Haupteinkaufsstraße von Sondershausen. Hier findet man viele nette Shoppingmöglichkeiten, Restaurants und Cafés laden zum Besuch ein. Die Trinitatiskirche diente der Sondershäuser Fürstenfamilie als Hofkirche. Sie wurde um 1620 errichtet und ist in einem sehr guten Zustand.
Sie liegt im Zentrum der Stadt. Das Haus der Kunst liegt im sogenannten Loh und dient dem Loh-Orchester als Aufführungsstätte. Vorgängerbauten entstanden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Bereits seit 1892 wurde in Sondershausen Bergbau auf Kalisalz und Steinsalz betrieben. Noch heute kann man die Welt des Bergbaus in einem Erlebnisbergwerk kennenlernen. Damit endet unser Besuch in Sondershausen, der Musik- und Bergstadt im Norden von Thüringen. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir und abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier noch viele weitere Videos über historische Städte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.